Gut, dann fangen wir an. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Dank, dass Sie an diesem Vormittag sich Zeit nehmen für das Thema Health in Balance. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Ursula Sauer und habe 1988 gemeinsam mit Jochen Hufgard das Unternehmen Brainlight GmbH gegründet. Seit dieser Zeit entwickeln und vertreiben wir Produkte im Bereich mentale Gesundheit, Stressmanagement, Stressresilienz, Tiefenentspannung, Konzentration. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von Ihnen die Brainlight-Systeme schon kennen. Denn unsere Komplettsysteme, das heißt die Shiatsu-Massagesessel, audiovisuelle Entspannungstechnik kombiniert, die finden Sie in vielen Ruheräumen von Mittelstandsunternehmen, aber auch in den meisten DAX-Unternehmen. Darauf entspannen sich Mitarbeiter auf Knopfdruck. Aber heute geht es um unser neues Produkt, um unser neues digitales Produkt für das betriebliche Gesundheitsmanagement, Brainlight Health in Balance. Bevor ich gleich überleite zu Arno Kohnen, ein kurzer Hinweis. Für Fragen haben wir Zeit einberaumt nach den Vorträgen. Wenn Ihnen also Fragen auftauchen während den Vorträgen, schreiben Sie diese doch bitte in den Chat. Die beantworten wir am Schluss. Und nun, Arno, leite ich über zu dir. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Ja, vielen Dank, Ursula, für die einleitenden Worte. Heute geht es um das Thema analoge und digitales Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Arno Kohnen. Ich bin Sportwissenschaftler, Therapeut und Mentalcoach und seit vielen Jahren, also mehr als 30 Jahren, für Unternehmen tätig in der Entwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Durchführung von BGF-Maßnahmen. Ich begann meine Reise vor vielen Jahrzehnten bei der Dresdner Bank und habe dort damals noch das Thema Betriebssport geleitet. Sehr traditionell damals noch, und daraus durfte ich natürlich im Laufe der Jahre viele Erfahrungen sammeln in der Umsetzung und Konzeption von Maßnahmen und Konzepten zum Thema Gesundheit im Unternehmen. Heute geht es um ein neues Verständnis von BGM. Und hier würde ich als erstes einmal anführen das Thema BGM-Führung. BGM ist eine Führungsaufgabe und viele Mitarbeitende, die ich kennenlerne auf vielen Messen oder Begegnungen im Kontakt mit unseren Kunden, haben vielleicht dieses Prinzip noch gar nicht für sich verinnerlicht. Also Führungsaufgabe heißt natürlich im Unternehmen eine Position zu bekleiden, die Wertschätzung erfährt und die Innovation und Effizienz mit sich bringt. Für viele in der Diskussion ist das noch kein Statement für sich selbst und dadurch werden oft BGM-Maßnahmen initiiert und wenig evidenzbasiert durchgeführt. Wir haben durch unsere Kontakte in Unternehmen uns entschieden, eine Plattform zu entwickeln, die es ermöglicht, dass Mitarbeitende im Bereich BGM und Organisatorinnen hier ein Werkzeug an die Hand bekommen, das sehr kraftvoll ist und es ermöglicht, im Laufe der Zeit evidenzbasiert Ergebnisse vorzuzeigen. In der Praxis ist es ja so, dass die meisten BGM-Managerinnen sich vor ähnlichen Aufgaben gestellt sehen. Das heißt, es sind wenig Teilnehmerzahlen, es sind hohe organisatorische Aufwände, es sind begrenzte Ressourcen, die Wertschätzung für die Durchführung von Programmen und die Wertschätzung für die Personen, die in diesem Bereich handeln, ist eher gering. Die Prioritäten werden meistens gerade in der heutigen Zeit nach hinten verlegt. Und dadurch sind natürlich Ergebnisse, die häufig heutzutage noch mit Excel-Listen und Aushängen ermittelt werden, nicht vorzuzeigen und Budgetplanungen nicht möglich. Und durch das Fehlen dieser
evidenzbasierten Kennzahlen sind Fortschritte im BGM in Unternehmen oft sehr stockend. Und man kann hier keine, wie soll ich sagen, keine Entwicklungen über Jahre sehen. Viele Unternehmen klagen darüber, dass das BGM immer auf dem gleichen Stand bleibt. In der Diskussion stelle ich immer wieder fest, dass BGM-Verantwortliche sagen, ja, wir haben schon eine ganze Menge, was wir anbieten. Und es stellt sich dann heraus, das sind Kurse, an denen Mitarbeitende teilnehmen, die sowieso aktiv sind. Aber die weniger gesundheitsaffinen Mitarbeitenden werden meist nicht erreicht. Die Zahlen, statistisch gesehen, liegen bei 9 bis 12% von sowieso aktiven Mitarbeitenden. Und das ist nicht das Ziel des BGM. Wir haben herausgefunden, dass man mit einer Verbindung von analogen und digitalen Möglichkeiten über unsere Plattform wesentlich mehr Menschen erreichen kann und die Motivation wesentlich verbessern kann. Unser Ansatz geht weit über das Angebot von BGF-Maßnahmen und Angeboten hinaus. Unser Fokus liegt auf der Organisation, der Motivation, der Steuerung und Validierung des gesamten BGM- und BGF-Prozesses. Und dabei integrieren wir noch BEM-Maßnahmen, die Arbeitsschutzmaßnahmen und auch die Arbeitsmedizin. Also alles kann hier zentral gesteuert werden und wird innerhalb eines Unternehmens zu einem wirklich sehr mächtigen Instrument. Unsere weitere Zielsetzung ist, die Position der BGM-Verantwortlichen im Unternehmen zu stärken und damit auch die Marke BGM im Unternehmen zu integrieren. Ich denke, das ist ein Vorteil für alle, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich habe Ihnen das mal zusammengestellt in einer Präsentation auch. Die würde ich jetzt mal freigeben gerade. Ja. Also die 360-Grad-Lösung für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Wir wollen alles das Ihnen präsentieren, was BGM und BGF-Organisation ausmacht und das in einer Lösung vereint. Wir haben sowohl eine Seite, die die Steuerung ermöglicht, als auch eine Seite, die die Mitarbeitenden direkt anspricht. Ich habe hier nochmal so eine Fragestellung mit reingebracht. Also was bedeutet eigentlich Vitalität und Gesundheitsförderung im Unternehmen? Es geht ja darum, man spricht immer über intrinsische Motivation, dass man Menschen dazu bringt, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, sich mentale Balancen zu verschaffen. Die WHO sagt dazu, also rund 150 Minuten in der Woche, und zwar von intensivem Training, führen dazu, dass die Krankheiten sich möglicherweise um circa 30% senken können. Das sind die zivilisationsbedingten Krankheiten, wie Schlaganfälle, Herzinfarkt, Diabetes, verschiedene Arten der Krebserkrankungen, Depressionen und andere Erkrankungen. Wenn man in die Gesundheit von Mitarbeitenden investiert, dann wissen wir mittlerweile, dass der ROI sich bewegt zwischen 2,5 und 6,5 Faktor. Das heißt, jeder Euro, der investiert wird, kommt mit Sicherheit als Gewinn zurück in weniger Ausfallkosten, weniger Fluktuation, wenn man berechnet, dass die Besetzung einer neuen Arbeitsstelle zwischen 20.000 und 30.000 Euro kostet, dann sind das erhebliche Kosten. Wenn das Employer Branding gestärkt werden kann durch bindende Maßnahmen, die auch über das Gesundheitsmanagement erfolgen können, dann sinkt die Fluktuation und die Kosten werden sofort reduziert. Die Produktivität steigt und das konnten wir mittlerweile auch eruieren über die Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Sieg. Wir arbeiten hier mit dem Professor Theo Peters und mit Professor Arjan Gadiri zusammen seit vielen Jahren, seit mehr als 10 Jahren und haben mittlerweile wissenschaftlich mehr als 5000 Menschen untersucht in mehr als 200 Unternehmen. Die Ergebnisse sind sehr beeindruckend bezogen auf das Thema Regeneration und Entspannungsfähigkeit, weil hier durch, ich sag's mal ein bisschen profan, also ein angestrengtes und gestresstes Gehirn
hat keine Leistungsfähigkeit, weil es sich mit anderen Aufgaben beschäftigt als mit Kreativität und Erledigung von Projekten oder Planung von Projekten. Und ein entspanntes Gehirn hat volle Potenz und volle Ressource und kann volle Kraft arbeiten. Wir wissen, dass im Präsentismus viele Menschen in Unternehmen sitzen und mit halber Kraft arbeiten, anstatt mit hoher Vitalität ihre volle Leistungskraft ausschöpfen zu können. Krankheitstage kosten Unternehmen jährlich Millionen und wir können diese Kosten signifikant senken, wenn Menschen mehr motiviert werden und einbezogen werden in das Thema Gesundheit. Wir sehen hier schon eindrucksvolle Erfolge von Unternehmen, die investieren und auch mit dem System bereits arbeiten. Hier hatten wir Spitzenwerte von Beteiligungen im Bereich Bewegung von 83%, vom Gefühl, sich fitter, gesünder, entspannter zu fühlen, 62%. Hier kann ich in einer speziellen Studie aber auch nochmal darauf hinweisen, dass die Werte bezogen auf die Nutzung von Brainlight-Systemen noch deutlich höher liegen. Und man konnte feststellen, dass 74% der Mitarbeitenden einen deutlich höheren Fokus auf die eigene Gesundheit und die Gesundheitskompetenz legen. Wir haben hierzu natürlich auch Mentaltrainings schon entwickelt und in unseren Projekten sprechen wir diese Thematik an und sind immer wieder erstaunt, wie stark und positiv Mitarbeitende darauf reagieren. Ich komme nochmal zurück auf meinen Eingangssatz. BGM, Entwicklung und Management ist eine Führungsaufgabe. Und das bedeutet, es nutzt gar nichts, wenn ich möglichst viele Angebote entwickle und die einfach irgendwo hinstelle und warte, bis Mitarbeitende es nutzen. Menschen möchten motiviert werden, mitgenommen werden auf einer Reise und auf ein Ziel, das auch das Unternehmen angibt und avisiert und gemeinsam mit Mitarbeitenden erreichen möchte. Das wissen Sie aus Ihren Projektarbeiten. Jedes Projekt ist nur so stark wie das Team, das sich engagiert, um so ein Projekt zum Erfolg zu führen. Und genauso ist das auch mit dem BGM. Hier kann an späterer Stelle selbstverständlich nochmal in einem Beratungsgespräch auf uns zurückgegriffen werden. Und wir haben ja hier auch Experten an Bord, so wie Theresa Neuberger und Roman Heinzle, die gleich tiefer in die Materie einsteigen werden und das System genauer erklären werden und hier auch Beispiele aus der Praxis nochmal zeigen. Wie funktioniert es tatsächlich in der Praxis und wie wird es von Mitarbeitenden angenommen? Also es ging um Themen wie Fluktuation und Fehlzeiten, Unternehmermarke stärken und die auch oft unterschwellige Unzufriedenheit und die Motivationsverluste von Mitarbeitenden zu stärken. Was bietet jetzt das System? Wir haben hier Antworten auf essentielle Controlling-Fragen des BGM-Managements. Wenn ich im Gespräch mit Mitarbeitenden in Unternehmen, die für das Thema zuständig sind, bin, dann erfahre ich sehr oft, dass Excel-Listen und Strichlisten geführt werden über Teilnahmen und das ist wenig zufriedenstellend. Am Ende des Jahres möchte vielleicht die Geschäftsführung wissen, naja, wir haben 15.000 Euro investiert, was ist rausgekommen? Wenn ich nicht mehr bieten kann als, wir hatten Yogakurse, einen Ernährungskurs und wir hatten Trainer, die massiert haben und die abends zu Kurse gehalten haben, dann ist das in der heutigen Zeit aus unserer Sicht durchaus mangelhaft. Also hier haben wir Antworten und wir liefern Kennzahlen. Wir können sofort zeitnah und analog Kennzahlen liefern zu Teilnahmen und vor allen Dingen auch zu Feedbacks von Mitarbeitenden zu den angebotenen Themen. Die Reports zeigen sofort die Wirkung und die konkreten Handlungsempfehlungen erfolgen daraus. Dadurch können wir in diesen Kreislauf des Planens, des Umsetzens und Verbesserns eintreten und haben jederzeit ein Controlling-Instrument an der Hand, das uns eine stetige Optimierung ermöglicht. Also hier sehen wir einen ganz, ganz großen Vorteil, dass die Administration von BGM wesentlich leichter, mit wesentlich weniger Zeiteinsatz und mit wesentlich mehr Effizienz durchgeführt werden kann.
Hier sehen wir noch ein paar praktische Themenansprachen, wie die Warteliste mit automatischer Benachrichtigung. Das heißt also, hier kann ich mich für einen Kurs anmelden und sehe im analogen Kurs, also es findet ein Yogakurs statt, der ist vielleicht schon voll, es gibt einen Ausweichtermin und so weiter. Das sind Praxisthemen hier, auf die geht nachher die Theresa nochmal ein. Es gibt automatische Terminierungen, die kann ich ebenfalls anbieten für das Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin. Es ist eine extrem einfache Kommunikation angelegt, sodass über eine App Mitarbeitende sofort erreicht werden. Dennoch, und da verstehe ich auch Zweifel, die geäußert werden, ist es so, dass wir höchste Priorität auf Datenschutz gelegt haben und dass Mitarbeitende auch anonymisiert teilnehmen können und sich nicht offenbaren müssen. Also es ist jederzeit datengeschützt und sicher. Wir können externe Dienstleister anbinden, also wenn wir Kurse oder ZPP-Kurse, zertifizierte Kurse einsetzen wollen, die können jederzeit eingepflegt werden und dazu ist unser gesamtes Backoffice und Team steht bereit, da auch für Sie beratend und für die Innovation und für die Einrichtung solcher Systeme zu unterstützen. Also die Herausforderung, ich hatte sie schon genannt, hoher Zeitaufwand heutzutage, geringe Motivation von Mitarbeitenden, auch oft geringe Motivation von Führungskräften um sie herum. Sie sind ja oft als BGM-Manager in der Sandwich-Position. Wir müssen nach oben reporten und wir müssen nach unten motivieren. Ja, wer von uns hat das schon gelernt? Und auch denken wir, ja, stellen Kurse zusammen und dann passt das schon. Also das passt heutzutage nicht mehr aus unserer Sicht. Und deswegen entstehen oft auch keine nachhaltigen Effekte und die Erreichbarkeit ist schwer. Die Ressourcen sind sehr gering, oft finanzieller Natur und oft auch von personeller Natur. Also dass irgendwo so mal 2, 3, 4 Stunden freigegeben werden für das Thema Gesundheit im Unternehmen, ist aus unserer Sicht sehr wenig, aber Sie können tatsächlich diese administrativen Geschehnisse um 40% senken. Hier sehen wir nochmal das, was ich vorhin angesprochen habe, diesen PDCA-Zyklus, also dass man administrative Aufwände reduzieren kann, Maßnahmen effizient durchführen kann und dadurch immer wieder jederzeit Verlaufskontrollen machen kann und sehen kann, wo stehen wir gerade im BGM-Management? Also ich bin jederzeit in der Lage, einen Report zu liefern und auch hier für die Unternehmensführung und für die Arbeitskreise wichtige Informationen zu liefern. Also die Optimierung jederzeit möglich. Wir wollen wenig Kompromisse eingehen, ja, sondern gezielt Maßnahmen für Ihren Erfolg anbieten. Es geht um maßgeschneiderte Lösungen, also tatsächlich Analysen in Ihrem Unternehmen und darauf aufbauend maßgeschneiderte Lösungen im BGF und BGM anzubieten. Wir gehen über die Oberfläche, die wir anbieten, hinaus und ermöglichen es auch für Sie, eine OEM-Version zu haben. Also Sie können das mit Ihrem eigenen Logo, mit Ihrem eigenen CI versehen und damit unser Tool als Ihr Tool im Unternehmen einsetzen. Also es muss zu Ihnen passen, wir stimmen das ganz genau ab und das, was überflüssig ist, das brauchen wir nicht. Deswegen bieten wir das individualisiert für jedes Unternehmen in der Absprache mit Ihnen an. Wir haben von lokal bis global Unternehmenslösungen. Viele Unternehmen haben Niederlassungen oder haben Zweigstellen und wir bieten hier eben die Möglichkeit an, dass man Mitarbeitende sofort erreichen kann, egal ob die in Leipzig, Dresden, Frankfurt, Hamburg oder München sitzen. Aus der Zentrale kann ich die gesamte Steuerung übernehmen, kann Gesundheitsbeauftragte in den Filialen haben, die natürlich vor Ort Dinge umsetzen, aber ich kann steuern aus der Zentrale. Ganz großer Vorteil. Heute ist das meist noch verbunden mit sehr vielen Zoom-Meetings oder persönlichen Meetings und Absprachen. Hier geht es wesentlich schneller. Wir haben natürlich auch unsere Studienoptionen, die Sie jederzeit nutzen können, mit eingebaut. Da möchte ich jetzt nicht in die Tiefe drauf eingehen, aber
Viele Unternehmen haben ja psychische Gefährdungsbeurteilungen bereits durchgeführt und suchen nach Maßnahmen. Da sind wir sicherlich ein kompetenter Ansprechpartner an der Stelle. Ich habe hier nur ganz kurz zwei Kostensituationen gegenübergestellt. Viele von Ihnen haben vielleicht schon Workshops oder trainerbasierte Eventangebote gemacht und wissen, das kostet relativ viel Geld heutzutage. Trainer sind nicht billig. Wenn sie gut sind, ist das sicherlich immer eine gerechtfertigte Investition. Aber nehmen wir mal an, Sie müssten für so einen, ich sag mal, zumindest regionalen Spitzenkoch oder Ernährungsberaterin 60 Euro pro Mitarbeitenden einsetzen, dann haben Sie ein schnell verflogenes Event und dann haben Sie Geld ausgelegt. Und wenn Sie 6 Wochen später fragen, was ist daraus geworden, was habt ihr daraus gemacht, dann erhalten Sie meist die Antwort, ja, war schön, aber ich weiß auch nicht. Ne? Und wir, wenn Sie hier bei uns 30 Euro einsetzen würden, dann hätten Sie schon ein richtig großes Paket, mit dem Sie über das ganze Jahr mit auch sehr niederschwelligen Angeboten arbeiten können und einer fortwährenden Motivation. Ich übergebe jetzt mal direkt, um etwas weiter in die Tiefe zu gehen, an unseren Entwickler in der Tiefe, unseren IT-Spezialisten. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie weiterhin dabei bleiben, uns als Ihre Berater in Anspruch nehmen und auf uns zukommen. Ich werde am Ende noch mal eine kurze Zusammenfassung machen und gerne auch gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen auf Ihre Fragen eingehen. Freue mich, von Ihnen zu hören. Tragen Sie die Message weiter und ich gebe weiter an Roman Heinzle. Ja, vielen Dank, Arno, schon mal für deine wunderbare Einführung in das Ganze. Ich darf Sie jetzt mitnehmen auf die Reise, das auch wirklich live zu erleben und vor allem gerade auch das Thema, wie der Arno jetzt am Schluss noch gesagt hat, wie es für die Mitarbeitenden ist, wie sie es erleben, wie man Verhaltensänderungen wirklich erzielen kann durch gezielte Motivation, durch verschiedenste Motivationstechniken, Wissenselemente und eben auch die Präsenz aller Angebote. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam wirklich live an, wie das dann eben für die einzelnen Personen im Unternehmen ausschaut. Gehen dann auch noch ein bisschen tiefer dann von meiner Kollegin der Theresa in das Thema, wie es dann auf der Verwaltungsseite ausschaut, was es da für Möglichkeiten gibt und wie sie auch unterstützt werden von uns bei dem ganzen Prozess. Dafür schauen wir uns jetzt das Ganze live an und ich zeige Ihnen da einfach mal den Einblick in das Ganze. Schon mal vorweg von der Technik her, das Ganze ist eben sowohl als Webversion, wie wir es da jetzt hier sehen, als auch aber natürlich als App für die Mitarbeitenden verfügbar. Das heißt, es ist niederschwellig, leicht einzusetzen, jeder kann es nutzen. So schön, wie man so schön sagt, ja, 24/7, das heißt jederzeit zur Verfügung, egal wann und was ich machen möchte. Wir sehen jetzt den Webzugang von mir persönlich. Es hat eben auch jede Person seinen eigenen Zugang zu dem Ganzen, auch vom Datenschutz, wie es der Arno schon gesagt hat, ganz wichtig, alles DSGVO-konform. Und ich als Person habe es immer selber in der Hand, wer was von mir sehen kann. Wie man hier jetzt sieht, in der Webversion ist eben auch links schon die Menüführung dabei und wir sind jetzt da schon in dem ganz spannenden Bereich des Entdeckens. Gerade beim Gesundheitsthema geht es ja darum, Impulse zu setzen, Sachen neu zu machen, neu auszuprobieren, Verhaltensweisen zu ändern. Und da ist ganz wichtig, dass die Personen niederschwellig und einfach das auch wirklich umsetzen können. Wir sehen da jetzt schon verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Thema von Challenges, wo man sozusagen seine Schwerpunktthemen, die man hat im Gesundheitsmanagement, ganz einfach und spielerisch an die Leute bringen kann. Wir können uns dazu mal die Gesundheitsreise anschauen. Da geht es eben darum, die Gesundheit ganzheitlich zu bereisen mit verschiedenen Stationen, Levels und natürlich auch dem ja, anspornenden Gamification-Part mit, dass mich über Punkte sozusagen mich vergleichen kann, auch mit anderen im Unternehmen. Und wie gesagt, auch da einmal ganz wichtig, ich habe selber in der Hand, ob ich da aufscheine oder nicht, oder ob ich eben einfach anonym an dem Ganzen teilnehme. Neben den ganzen Möglichkeiten mit Challenges untereinander sich motivieren, gibt es natürlich auch Menschentypen, die eben andere Motivation brauchen. Und dafür gibt es natürlich die Möglichkeiten, sich in Gruppen auszutauschen. Man hat ganz viel Wissenselemente mit dabei, wo man eben
zu verschiedenen Gesundheitsthemen Input bekommt, wie man zum Beispiel auch die Freude am Laufen entdecken kann und warum das eben wichtig ist. Oder auch eben ganz viel Video-Content und Audio-Content mit dabei, wo man vielleicht mal sagt, okay, ich habe zwischen zwei Meetings ein paar Minuten Zeit und möchte eine kurze Pause machen, möchte vielleicht was Aktivierendes machen und habe da die Möglichkeit, aus einem riesigen Pool an Fitnessvideos, Kurzpausen, Meditationen, Entspannungen jederzeit darauf zuzugreifen und so mich selber zu unterstützen, dass ich gesünder lebe. Und da haben wir auch meine Lieblingsvideos zum Beispiel schnell immer parat habe und die dann eben durchführen kann. Zusätzlich hat man auch noch die Möglichkeiten, sich Routinen zu setzen für den Alltag, wo ich sage, ich möchte vielleicht zum Beispiel, wie man es hier jetzt sieht, einen Morgenlauf etablieren und schauen, dass ich da vielleicht in der Früh gleich aktiv werde oder auch eine Routine vielleicht am Abend eine kleine Meditationsübung einzubauen. Das heißt, auch da unterstützt die Applikation mich persönlich in meinen Routinen, in meinen Schwerpunkten, die ich erreichen möchte. Sei es jetzt vielleicht eben gesünder ernähren, sei es mehr bewegen, sei es aber auch vielleicht was für die mentale Gesundheit zu tun. Natürlich kann ich das Ganze auch generell koppeln mit Trackern und Geräten sozusagen, die mit dabei sind und kann meine Aktivitäten erfassen da, um sozusagen einen Überblick zu haben über meinen eigenen Bereich. Also das heißt, ihr habt die Möglichkeiten, Sportuhren, Garmin, Fitbit, Apple Watch und wie es heißt, sozusagen damit reinzugeben und Aktivitäten zu sammeln. Ich kann meine Schritte verfolgen, wie man es jetzt hier zum Beispiel sieht in der Übersicht. Ich habe auch einen Gesundheitsbarometer, der gerade für Leute, die vielleicht noch nicht so viel Bewegung machen, noch nicht so gesund leben, eine ganz eine gute Hilfestellung gibt, wo man einfach schaut, habe ich genug getan in den letzten Tagen? Und wenn das vielleicht in den roten Bereich hier reingeht, dann tue ich wieder was und das hilft eben genau diesen Menschen dann zu sagen, so, ich schaue einfach, dass dieses Ding nie rot wird und bleib da aktiv dabei und tue was für mich und meine Gesundheit. Genauso wie es natürlich auch Statistiken gibt, zum Beispiel, es gibt ja eben die WHO-Empfehlung, 150 Minuten pro Woche aktiv zu sein und da sehe ich dann eben auch, wo habe ich das geschafft, in welchen Wochen? Und wie man es hier sieht, schaut es recht gut aus bei mir und ist da sehr breit aufgestellt. Und ich kann natürlich auch meine ganzen Aktivitäten einsehen, zum Beispiel, wenn ich laufen war und das mit integrieren. Dazu gibt es auch noch einen Social-Bereich, wo man sich auch noch untereinander austauschen und motivieren kann. Das heißt, ich kann liken und kommentieren, wo man sozusagen auch andere motiviert mitzumachen. Ich kann Bilder reinstellen oder wie da Kolleginnen, die da aktiv waren und Krafttraining gemacht haben. Alles natürlich immer auf freiwilliger Basis, alles immer nur so, was ich möchte. Wenn ich will, dass niemand meine Aktivitäten sieht, dann ist es auch so und ist auch standardmäßig so eingestellt. Das heißt, da ganz viele Möglichkeiten. Was eine ganz wichtige Funktion ist und wo jetzt sozusagen diese beiden Welten des Users mit dem Gesundheitsmanagement vereint, ist dann das alles, dass ich alle Angebote, die mir bereitgestellt werden vom Unternehmen, auch gleich sofort sehe und zur Verfügung habe. Man sieht da jetzt schon mal Team-Events zum Beispiel, wo ich schon dabei bin, aber ich kann mir einfach mal sagen, ich möchte mir mal anschauen, was es denn alles gibt, kann auch da wirklich sehen, okay, da geht es von medizinischen Sachen, Workshops, gesunde Ernährung, Impftermine, Massagen, Yoga und so weiter, wirklich alles zum Anzuschauen. Und die könnte man natürlich auch da dann raussuchen, okay, wenn mich eine Grippeschutzimpfung interessiert, kann ich da aus verschiedenen Slots dann wählen, an welchem möchte ich denn teilnehmen und kann dann sozusagen direkt mich einbuchen in die einzelnen Maßnahmen und habe da wirklich die Möglichkeit, alles in Anspruch zu nehmen, was mir angeboten wird und gleichzeitig für Sie als Gesundheitsmanager die Möglichkeit ist eben, alles mit reinzunehmen, alle Angebote, sehr einfach das zu administrieren, wie es der Arno schon gesagt hat, Prozesse automatisiert abzulaufen zu lassen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass was ausgebucht ist, kann ich eine Warteliste definieren und wenn die Leute sozusagen wieder wer absagt, werden die Leute auf der Warteliste automatisch benachrichtigt und können sich dann wieder anmelden. Also einfach ihnen das Leben leichter machen, Zeitressourcen zu sparen und sagen, Dinge, die eine Software heutzutage automatisieren kann, gehen automatisiert. Ich kann dann eben auch zum Beispiel
einen Ernährungsvortrag oder einen Workshop evaluieren und auch die Befragung dazu wird dann automatisch über das Tool versendet und habe somit die Möglichkeit, wirklich sehr einfach, sehr effizient, wirklich wirkungsvolle Gesundheitsmanagement zu erzielen und dabei auch noch gleichzeitig es einfach zu haben in der Kommunikation, weil ich das sehr einfach an die Leute bringen kann. Natürlich werden nicht immer 100% User sein, deswegen gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze sehr einfach zum Beispiel ins eigene Intranet zu integrieren, wo man dann auch da die Seite einfach ins Intranet reingeben kann, wo alle Maßnahmen drauf sind und die Leute können sich auch komplett ohne Account, ohne App-Zugang und so weiter einfach in zum Beispiel einen Termin einmelden und das dann sozusagen auch da wieder suchen, welcher Slot passt mir vielleicht. Und mich direkt ins System mit einmelden. Also auch das ist, an das ist gedacht, dass man sozusagen auch an die denkt, die vielleicht sich keinen Account machen, die aber trotzdem die Angebote in Anspruch nehmen wollen, kann das ja einfach auch kommunizieren, kann es auf einen QR-Code geben und den im Pausenraum aufhängen, und so auch, die Leute wirklich sehr einfach die Möglichkeit bieten, alles, was ihnen angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Wie das dann auch im Detail jetzt noch, genauer funktioniert und was man dann noch machen kann, wird jetzt dann die Theresa dazu noch die Informationen geben und ich darf an dich, Theresa, übergeben, dass du das zeigst, wie das bei euch auch wirklich umgesetzt wird. Herzlichen Dank, Roman. Nochmal ein herzliches Hallo von mir an alle in die Runde. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Theresa Neuberger, betriebliche Präventions- und Gesundheitsmanagerin und bei der Brainlight GmbH seit über 7 Jahren für die Projektkoordination im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements zuständig. Um mein Wissen im BGM zu erweitern, habe ich dann im März letzten Jahres mein duales Studium im Gesundheitsmanagement erfolgreich abgeschlossen. Neben meinem Schwerpunkt für das Thema gesunde Arbeit für unsere Mitarbeiter hier bei Brainlight stehe ich auch als Betreuerin für unsere BGM-Unternehmenskunden und unsere Studienteilnehmer zur Verfügung. Wie es der Roman schon erwähnt hat, möchte ich jetzt ein paar Erfahrungswerte und Resultate mal mit Ihnen teilen, die wir bei der Nutzung hier von Brainlight Health in Balance erfahren durften. Dazu würde ich einmal meinen Bildschirm teilen. So, ich hoffe, Sie können den Bildschirm alle sehen. Und dann gehen wir gleich weiter. Genau. Unsere Erfahrungswerte. Wir haben durch Brainard Health and Balance gemerkt, dass durch die innovativen Angebote, die wir in der App alle vereint haben, und Impulse, die Motivation der Mitarbeiter massiv gesteigert wird. Motivation ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den der Arno zu Beginn schon vorgestellt hat. Und durch die Anregungen in der App werden die Mitarbeiter zu neuen Aktivitäten und Herausforderungen angespornt, sodass sie Lust bekommen und einfach Freude daran haben, mal etwas Neues auszuprobieren. Die Angebote werden alle zentral gesteuert und kommuniziert, was natürlich die wichtigste Ressource Zeit einspart. Und es müssen keine lästigen Excel-Listen mehr geführt werden, sondern diese können alle automatisch über die Steuerungseinheit, also das Dashboard, erstellt werden. Das sieht so aus, wie Sie hier auf der Seite im Hintergrund sehen können. Hervorzuheben ist auch, dass durch die Nutzung sofort Kennzahlen abrufbar sind. Somit erhält man in Sekundenschnelle einen Report und dadurch können Sie dann auch gleich schon Zahlen einsehen, wie gut die Nutzung tatsächlich von den Mitarbeitern angenommen wird über diese App. Es ist ein praxisorientiertes Tool. Man kann seine eigenen BGM-Angebote, die man im Unternehmen durchführen möchte, in der App zentral steuern. Beispielsweise habe ich auch unseren diesjährigen Gesundheitstag, den wir bei Brainlight hatten, über die App kommuniziert und darin auch alle Informationen eingespielt, sodass alle Teilnehmer jederzeit Zugriff hatten und sich einlesen können, was am Gesundheitstag alles geplant ist. Was ich aus meiner Sicht auch als eine ganz, ganz wichtige
Erfahrung und Ressource finde, ist die Wertschätzung gegenüber dem BGM-Manager oder der BGM-Managerin. Ich finde es ganz schön, wenn dann auch die Mitarbeiter kommen, Feedback geben und sagen, wie gut sie das finden und wie gut sie auch die Angebote finden, diese annehmen. Und dann finde ich, hat man als BGN-Manager auch gleichzeitig nochmal eine eigene Motivation, hier am Ball zu bleiben und auch neue Angebote für die Mitarbeitergesundheit umzusetzen. Ich möchte jetzt als nächstes gerne ein paar konkrete Ergebnisse mit Ihnen teilen und Beispielsresultate, die wir mit Brainlight Health and Balance im Unternehmen bei uns messen konnten. Die Aktivitäten in der Anzahl sehen Sie hier, sind über 5.500, kann man schon sagen. Die Aktivitäten, die die Mitarbeiter alle aktiv in die App eingetragen haben, können wir hier sehr schön als Ergebnis sehen. Die Mitarbeiter sammeln ja Punkte über diese App, die werden Smiles genannt, was ich persönlich ein ganz ansprechendes Wort finde dafür. Wir sind hier bei über 13.000. Man kann die Bewegungsminuten tracken über 140.000. Man sieht sogar verbrannte Kalorien, was ich auch einen sehr schönen Impuls finde. Wir sind hier schon bei fast 1 Million, die wir alle gemeinsam verbrennen konnten mit den Mitarbeitern. Die Anzahl der Sportarten und auch die täglichen Bewegungsminuten. Da kann man natürlich auch sehr schön sehen, wie es umgesetzt wird von den Mitarbeitern. Und es empfiehlt ja natürlich, wie auch der Roman schon erwähnt hatte, pro Tag eine gewisse Anzahl an aktiven Minuten zu leisten. Und das kann eben hierüber auch sehr schön getrackt werden. Was ich auch ganz schöne Beispielresultate finde, sind einfach die Maßnahmen. Die Maßnahmen, die man über die App alle steuern kann. Jedes Unternehmen kann individuell sein Jahresbudget, also auch die monetären Daten dort eingeben. Es kann eingegeben werden, welche Kosten für welche Maßnahmen schon ausgeschöpft wurden, welches Budget noch zur Verfügung steht, welche Maßnahmen umgesetzt wurden, wie die Bewertung war von den Maßnahmen. Es kann sozusagen ein ganzheitlicher Report über alle Angebote des BGMs abgerufen werden. Mein Kollege Arno hat es schon erwähnt, bei Brainlight machen wir neben Brainlight Health and Balance im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements auch ganz viele Angebote in Studienprojekten in Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die alle Studienprojekte wissenschaftlich für uns evaluiert. Ich möchte Ihnen diese hier kurz noch einmal nennen. Die weiteren Informationen und Details dazu können Sie auch alle über Brainlight Health and Balance abrufen. Wir haben hier einmal drei größere Projekte, die wir für unsere Unternehmenskunden anbieten. Das ist einmal das Projekt Mehr Gesundheitskompetenz durch nachhaltige Sensibilisierung für die Dauer von 12 Wochen. Das Projekt Effiziente Regenerationspausen, das testen möchte, wie effektiv die Mitarbeiter ihre Pausen gestalten. Und das Studienprojekt Effektivitätsmessung nach der Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung, um zu messen, wie gut die Maßnahmen im Bereich Stressbewältigung und Entspannungstechniken angenommen und umgesetzt werden von unseren Mitarbeitern. Darüber hinaus haben wir noch zwei weitere kleinere Studien, die wir für unsere Privatkunden anbieten, für die Dauer von jeweils 2 Monaten. Einmal unser Studienprojekt Selbstheilungskräfte erforschen, wo wir, wie es der Name schon sagt, erforschen möchten, wie wir selbst unsere Heilungskräfte aktivieren können. Und unser Projekt Kinder leicht lernen, um ein positives Lernerfahrungstraining mit unseren Anwendern zu üben. Dann darf ich an dieser Stelle noch einmal an meinen Kollegen Arno Kohnen übergeben, der für Sie gerne noch mal alle wichtigen Punkte von heute zusammenfasst für Sie. Ja, vielen Dank, Theresa, vielen Dank, Roman, vielen Dank, Ursula. Wir haben ja wirklich versucht, jetzt einen großen Bogen zu schlagen über unser neues Angebot und auch über die Wahrnehmung unseres Unternehmens, der Brainlight GmbH. Ich glaube, dabei ist gut deutlich geworden, wie stark wir interessiert sind, Ergebnisse zu erzielen und die auch wissenschaftlich belegen zu können. Und mit dem neuen Tool Brainlight Health in Balance, denke ich, haben wir genau die Erfordernisse in Unternehmen gerade angesprochen, die da sind, nämlich tatsächlich die wertvolle Arbeit, die
Gesundheitsmanagerinnen leisten, wertschätzen zu können, validieren zu können und evidenzbasiert erweitern und zum Erfolg führen zu können. Und ich denke, vielleicht ist auch rausgekommen, dass es heutzutage wichtig ist, als BGM-Manager ein neues Verständnis zu bekommen. Man muss auch Motivator sein können, man muss Zahlen liefern können und man muss sich ein gutes Standing im Unternehmen erarbeiten können. Und dazu, denke ich, bieten wir hier ein hervorragendes Tool an, das sehr schnell ist, das modern ist, das digitalisiert und analog arbeiten kann. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie Interesse finden, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt noch einen Zeitraum eingeräumt, in dem wir gerne auf Ihre Fragen eingehen. Und ich glaube, Theresa, du stellst auch noch mal deine Kontaktdaten beziehungsweise eine E-Mail-Adresse ein. An die können Sie sich sofort wenden. Theresa macht bei uns ja, wie gesagt, das Projektmanagement und ist Ansprechpartnerin direkt im Haus auch für Ihre Fragen. Wir Experten sind natürlich auch für Sie jederzeit da. Also gerne Ihre Fragen jetzt mündlich oder schriftlich formulieren. Ich bedanke mich nochmal und gebe nochmal an Ursula. Vielleicht gibt es da noch einen Kommentar. Ja, herzlichen Dank an alle. Das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Input. Und ich sehe gerade im Chat, dass noch bis jetzt noch keine Fragen aufgetaucht sind. Das zeigt entweder, es war zu viel Input oder es war so gut erklärt, dass wir gar keine Fragen offen lassen. Deshalb möchte ich gerne selbst Fragen stellen, die wir hören von Kunden. Und zwar eine Frage ist, direkt, wenn wir dieses neue digitale Produkt implementieren, wie werden wir denn dabei unterstützt? Gibt es denn eine Unterstützung? Und ich denke, die Frage geht direkt an den Roman. Genau, das ich greife gerne auf. Natürlich wird man da auch unterstützt, also man wird da nicht alleine gelassen. Wir unterstützen da sehr stark. Die Theresa ist ja auch dafür dann zuständig und hilft dabei, gemeinsam mit Ihnen da wirklich das ideale Kommunikationsstrategie zu haben, wie man sowas einführt, auf was man achten muss, wie man auch unterm Jahr da Support hat und sozusagen seine BGM-Schwerpunkte und Ziele eben erreicht und was man mit dem Tool eben auch alles machen kann. Also das ist definitiv ein wichtiger Punkt, dass das nicht einfach alleine gelassen ist, sondern dass man da hier super Unterstützung von der Theresa und Co. bekommt. Ja, danke schön. Also so haben wir es ja auch erfahren. Also große Unterstützung von der IT immer da, wenn Fragen gestellt werden. Sofort wird alles beantwortet. Eine weitere Frage, die wir hören, ist, der medizinische Bereich ist ja in vielen Unternehmen, der arbeitsmedizinische Bereich ist in vielen Unternehmen eine ganz wichtige Säule. Wie kann denn die eingebunden werden in dieses Tool? Ja, wie man es auch schon kurz gesehen hat, beim Herzeigen, und wie es der Arno auch schon gesagt hat, kann das eben leicht integriert werden. Das heißt, ich kann sowohl irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen, Checkups, Sprechstunden, alles mit in das Tool mit reingeben, kann das auch in einen eigenen Verwaltungsbereich geben mit Rollen und Berechtigungen, dass eben auch die zum Beispiel Betriebsärzte da dann darauf zugreifen können und somit wirklich eine Komplettplattform hat für alles, was eben angeboten wird, eben inklusive auch diesen Bereichs. Ja, das kann natürlich eine große Hilfe sein. Auch die Mitarbeiter können sich selbst zum Beispiel die Impftermine eintragen, sodass also überhaupt ganz wenig Zeit verloren geht mit, ich sag mal, unnütziger Planung. Dann haben wir hier eine weitere Frage von dem Herrn Kaufmann. Wie ist diese Unterstützung in anderen Sprachen? Auch da natürlich, es gibt standardmäßig schon immer auf Deutsch und Englisch. Das heißt, also das deckt schon mal für viele Unternehmen alles ab, was man braucht. Und wenn Unternehmen andere Sprachen benötigen, ist auch das möglich. Das heißt, wir bieten da so ziemlich alle Sprachen an. Und da kann man wirklich, das heißt, man braucht es auf Französisch oder auf anderen Portugiesisch. Wir haben es sogar auf Chinesisch auch zur Verfügung. Das heißt, da hat man wirklich die Möglichkeit, einfach dann, wenn man das braucht, das dazu zu buchen. Aber der Standard mit Deutsch und Englisch ist schon mal sehr umfangreich. Das hört sich gut an. Dann der Herr Schwarz fragt, was kostet das Tool pro Jahr pro Mitarbeiter?
Das hängt natürlich auch dann wirklich davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Das heißt, das ist nicht ein Preis pro Mitarbeiter pro Jahr, sondern richtet sich nach der Unternehmensgröße und kann dann individuell in einem Beratungsgespräch durchgesprochen werden, wie es genau für Ihr Unternehmen ausschaut im Endeffekt, weil es natürlich billiger wird pro Mitarbeiter eben schlussendlich, wenn man ein großes Unternehmen ist. Ja. Ja, da hatten wir ja gesagt, für die, die Interesse zeigen an diesem Produkt, dass sie gerne über die E-Mail-Adresse, die die Theresa Neuberger eingesetzt hat in den Chat, anfragen können und sie können eine ganz persönliche, individuelle Beratung buchen, die natürlich kostenfrei ist. Dann kann man auf die Fragen, was das System kostet, was das Tool kostet, ganz individuell auf ihr Unternehmen bezogen eingehen. Dann hier noch eine süße Frage. Was passiert denn mit den gesammelten Smiles? Theresa, willst du da antworten? Das ist natürlich auch pro Unternehmen unterschiedlich. Genau, also was passiert mit den Smileys? Finde ich echt süß. Die Smiles werden natürlich komplett in dem Jahr gesammelt. Also es gibt auch eine Gesundheitsreise, die quasi für ein Jahr geht. Und die werden dann summiert pro Mitarbeiter in einem Ranking, was uns auch der Roman schon ein bisschen gezeigt hat. Das heißt, man kann untereinander auch sehen, auf welchem Platz man gerade steht. Und wir durften schon die Erfahrung machen, dass uns natürlich gegenseitig angespornt hat, immer mal auch besser zu sein und zu sehen, oh, der ein oder andere hat noch mal Gas gegeben, das heißt, ich muss auch noch mal ran. Genau, also die sind jederzeit abrufbar in der App und werden gesammelt übers Jahr. Genau, und weil ihr ergänzt Ja. vielleicht noch, natürlich kann man dann eben auch individuelle Incentives dahinter stellen von unternehmensseitig, dass ich zum Beispiel sage, wenn man im Jahr 1000 Smileys gesammelt hat, gibt es zum Beispiel einen Tag Urlaub oder solche Sachen. Also, aber das ist auch wieder ganz individuell anpassbar an ihre Bedürfnisse und ihre Möglichkeiten und kann dann wirklich darauf zugeschnitten werden, wie es für sie passt. Also was bei uns ganz im Unternehmen, kann ich jetzt mal aus der ganz persönlichen Erfahrung plaudern. Wir haben also immer beim Weihnachts, bei unserer internen Weihnachtsfeier, wird dann bekannt gegeben, wie viel Punkte jeder gesammelt hat. Und dann kann man sich schon auf die Preise dafür freuen. Also ich habe mich persönlich wirklich gefreut, dass ich ein Wellness-Wochenende gewonnen habe, beziehungsweise mir über das Jahr erarbeitet habe. Wie Theresa gesagt hat, Gesundheitsreise übers Jahr motiviert natürlich die Mitarbeiter, ein ganzes Jahr dabei zu bleiben, die Punkte abzugeben. Und dann gibt es bei uns bei einer hohen Punktzahl, also bei der sehr hohen Punktzahl, kann man eine Wellnessreise gewinnen, dann kriegt man Gutscheine, dann kriegt man Restaurantgutscheine. Also das ist natürlich auch individuell, je Unternehmen unterschiedlich, ne? Was bin ich bereit, den Mitarbeitern für diese Gesundheitsreise des Jahr, über das Jahr hinweg anzubieten. Und das ist natürlich auch wieder motivierend. Ja, ich sehe, es gibt jetzt im Chat keinerlei Fragen mehr. Ich möchte noch mal daran erinnern, die Theresa hat die E-Mail-Adresse in den Chat gestellt. Wer hier eine individuelle Beratung haben möchte, kostenlos auf das eigene Unternehmen bezogen, dann bitte gerne dort anfragen. Und ich übergebe jetzt das Wort zum Schluss an den Arno und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und danke wirklich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich denke auch, wenn keine Fragen mehr da sind, ich glaube, wir konnten einen guten Überblick geben über das Produkt, das wir jetzt anbieten am Markt und das natürlich schon in vielen Unternehmen getestet ist. Und wir haben ja selbst auch hierfür Testimonials geben können. Vielen Dank an meine Kollegen und Kolleginnen. Und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir sind für Sie da. Kommen Sie gerne auf uns zu. Und dann sage ich Tschüss, bis bald. Eine Sache noch, eine wichtige Sache noch. Wir wissen natürlich, dass die Budgetierung im Unternehmen jetzt stattfindet. Also die Budgetierung im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung findet in den allermeisten Unternehmen für das nächste Jahr jetzt statt. Und dafür haben wir uns natürlich überlegt, wer von Ihnen jetzt in diesem Jahr noch eine App
unsere Brainlight Health in Balance implementieren möchte, der bekommt ein Sonderrabatt von uns angeboten. Das noch zum Schluss und in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis bald. Würde mich sehr freuen. Auf Wiederhören. Auf Tschüss. Wiedersehen.